Doppels. Ja, geht das? Sehr schön. 1-1. Das Verregierende ja. Möchte gerne in die Mitte, deswegen. So, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Pressekonferenz. Wir möchten Ihnen heute das Projekt Digitalisierungsprofessuren für Berlin vorstellen. Dafür begrüße ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Podium. Wir haben heute ein großes Podium. Sie sehen daran, dass sich in diesem Projekt sehr, sehr viele Einrichtungen aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft und aus dem Land Berlin engagieren. Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihr Kommen. Zunächst werden Ihnen der regierende Bürgermeister Michael Müller, im Anschluss die Wissenschaftssenatorin Sandra Scheres und der TU-Präsident Christian Thomsen das Projekt vorstellen. Anschließend gehen wir in eine Fragerunde, in dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Podiums die Gelegenheit haben, aus ihrer Sicht, aus der Sicht ihrer Institutionen, ihren Beitrag für das Einstein-Zentrum deutlich zu machen. Sie werden dann im Anschluss, sehr geehrte Kolleginnen, Journalistinnen, die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Und wir beenden diesen Termin, diese Pressekonferenz mit einem Fototermin vor diesen neuen angeschafften Buchstaben Berlin Digital. Dafür steht diese Initiative. Ich freue mich über Ihr Kommen nochmals und übergebe gern jetzt das Wort an den regierenden Bürgermeister, Herrn Müller. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen. Ich glaube, das kann man wirklich so klar heute sagen. Es ist ein guter Tag für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Berlin. Und das dokumentiert, glaube ich, auch dieses große und hochkarätig besetzte Podium. Es ist uns in einer Gemeinsamkraftanstrengung gelungen, in sehr kurzer Zeit 50 zusätzliche IT-Professuren für Berlin zu bekommen, zu gewinnen. Und ganz besonders auch, wie das, in welcher guten Kooperation das gelungen ist, das möchte ich ganz ausdrücklich würdigen und mich auch dafür bedanken bei allen Beteiligten. Es ist ja gerade mal ein gutes Jahr her, im Sommer 2015, dass wir gesagt haben, wir müssen und wir wollen in diesem Bereich vorankommen. Es geht um den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Berlin. Wir haben gemeinsam auch einen großen Anspruch. Wir wollen, dass Berlin auch weiter auch im internationalen Wettbewerb als die Wissenschaftsmetropole wahrgenommen wird, die IT-Hauptstadt, dass das ganze Thema der Digitalisierung, das ja in vielen Lebensbereichen schon gelebtes Leben ist und eine große Rolle spielt, dass diese Bereiche weiter gestärkt werden. Und wir haben dann im Sommer, im September gesagt, wie kann das aussehen, wie kann dieser Prozess aussehen, um aus dem, was wir schon haben, noch mehr zu machen. Ein Arbeitskreis wurde gegründet für der Arbeitskreis für Digitalisierung, wo viele aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik zusammengekommen sind und in einem 10-Punkte-Plan dann innerhalb von, glaube ich, nur knapp 3 Monaten formuliert haben, was sind die herausragend wichtigen nächsten Schritte, die wir gemeinsam gehen wollen. Und wir haben in diesem Plan festgehalten, dass wir mindestens 30 zusätzliche IT-Professuren haben wollen.
Und heute können wir sagen, es sind 50 geworden. Eben weil hier auch, und das sieht man dann ja auch an diesem Podium hier, und Sie werden das ja auch dann direkt noch erleben durch die Statements, weil Wirtschaft und Wissenschaft und Politik wirklich gesagt haben, wir ziehen hier an einem Strang, wir wollen gemeinsam etwas erreichen. Es gab gleich eine große Nachfrage und ein großes Interesse von führenden Wissenschaftseinrichtungen, die gesagt haben, wir sind dabei, wir sind auch finanziell dabei. Vor allen Dingen Unternehmen waren aber sofort interessiert und haben gesagt, selbstverständlich, wenn es um auch Finanzierung von Professuren geht, stehen wir mit zur Seite. Und ein großes Dankeschön, glaube ich, muss man an der Stelle auch sagen, an die Einstein-Stiftung, und das vor einer Woche, ist auch gelungen, ist dann den formell wichtigen Beschluss zu haben für die Gründung des Einstein-Zentrums zur digitalen Zukunft, das dann in Berlin auch eingerichtet wird. Wir wiederum als Land haben gesagt, für so eine Plattform muss man auch einen Ort haben, physisch einen Ort haben, wo sich die Wissenschaft treffen kann. Dafür wird das Robert-Koch-Forum zur Verfügung stehen, mitten in der Stadt, wo die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich dann auch direkt austauschen können und vor allen Dingen auch fachübergreifend, themenübergreifend arbeiten können. Ich glaube, dass das auch ein wichtiger Schritt nach vorne ist, verbunden mit diesen zusätzlichen IT-Professuren, dass wir ein bisschen rauskommen aus diesen klassischen eingefahrenen Schienen, die man selbstverständlich verbindet mit Digitalisierung und dem ganzen Thema IT, dass wir weiterdenken, ganz besonders der Bereich der Gesundheitswirtschaft, Wissenschaft ist etwas, was einem sofort auch eingängig ist, was sich da alles verändert hat schon und noch verändern wird in den nächsten Jahren, wie viele Chancen für die Menschen auch darin liegen, dass sie personalisiert, individualisiert Dienstleistungen, Gesundheitsdienstleistungen auch erfahren können. Da sind riesige Umwälzungen im Gange bis hin zu einer komplett anderen Arbeitswelt unter der Überschrift Industrie 4.0. Das sind alles Themen, die heute eigentlich schon auf der Agenda sind, die aber ganz aktiv begleitet werden müssen. Und in diesem Sinne, glaube ich, ist das heute ein großer Schritt nach vorne mit den zusätzlichen Professuren, mit dieser Partnerschaft von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, mit dem Ort, den wir gefunden haben und auch der gemeinsamen finanziellen Basis, die wir hier miteinander gefunden haben. Also ein großes Dankeschön an alle Beteiligten, und ich will das ausdrücklich sagen, das soll jetzt kein Punkt sein, an dem wir uns zurücklehnen und sagen, toll, viel geschafft und das war's, sondern im Gegenteil, der Wissenschaftsstandort Berlin ist uns sehr wichtig. Daraus noch mehr zu machen, das muss der Anspruch für die nächsten Jahre sein, dass wir über die Wissenschaft, über die großen und wichtigen Institutionen, die wir schon haben, über die Stärkung der Wissenschaft auch weiter eine gute Basis haben für ein wirtschaftliches, erfolgreiches Berlin. Das ist unser Anspruch, und in diesem Sinne werden wir auch von Seiten der Politik weiterhin als aktiver Partner zur Verfügung stehen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist heute ein sehr besonderer Tag. Es ist gerade angesprochen worden, das, was wir hier gemeinsam Wissenschaft, Wirtschaft und Politik auf die Beine gestellt haben, ist, glaube ich, in dieser kurzen Zeit einmalig innerhalb von 15 Monaten einerseits einen Arbeitskreis einzurichten zur Digitalisierung, eine Agenda zu formulieren mit strukturellen Punkten beziehungsweise auch mit inhaltlichen Schwerpunkten, dann aber eben auch dafür zu sorgen, dass alles mit Geld untersetzt ist. 38 Millionen Euro werden ungefähr in diesen Bereich einfließen. Wir hatten uns auf 30 Professuren verständigt, jetzt sind es 50. Ich finde, das ist ein richtig guter Erfolg. Und dass wir auch schon eine Immobilie haben, wo wir dann, wo die Professorinnen und Professoren sitzen werden, beziehungsweise das Einstein-Zentrum, nämlich in Mitte in der Wilhelmstraße. Aber ich glaube, die besondere Botschaft, die heute auch in die Welt geht, ist, was wir auch schon des Öfteren auch ausgesprochen haben, dass in Berlin eine exzellente Kooperation möglich ist. Wir haben das gezeigt in der ersten Phase der Exzellenzinitiative. Das war ja auch das Bedeutende, was auch der Bewegung
Bewilligungsausschuss immer wieder angesprochen hat, die vielen unterschiedlichen wissenschaftlichen Einrichtungen, die Hochschulen, außeruniversitäre Einrichtungen und die enge Kooperation. Aber das, was wir jetzt hier auf den Weg bringen, ist ja viel mehr. Es geht hier nicht nur um eine allgemeine Kooperation zwischen den Institutionen, sondern es geht eben um die interdisziplinäre Zusammenarbeit, Digitalisierung, Gesundheit. Was bedeutet das für die Gesellschaft, für die Arbeit, für die Industrie? All diese Themen möchten wir bearbeiten in dem Zusammenhang. Für uns ist dieser Tag heute auch wichtig, weil es hört ja hier nicht auf, es geht weiter. Wir bereiten uns für die nächste Phase der Exzellenzinitiative vor. Und ich sprach gerade unsere Stärke an. Wir werden im Verbund diskutieren, gerade die Hochschulen, wie sich Berlin bewerben wird und aufstellen wird. Und das Einstein-Zentrum wird ein wesentlicher Baustein auch in diesem Zusammenhang sein. Es gab ja eine internationale Kommission, die das sich alles angeschaut hat, evaluiert hat. Und genau dieses gleiche Prinzip findet ja auch im Rahmen der Exzellenzinitiative statt. Also es ist genau der richtige Weg und wir setzen hier schon wesentliche Zeichen für die Zukunft. Und was natürlich auch auf der Hand lag, dass sich Berlin für das Bundesinternetinstitut auch beworben hat. Hier sind wir ja schon in der Endrunde und ich hoffe, dass wir hier auch Erfolg haben. Das wäre also wirklich unglaublich, wenn wir einerseits das Einstein-Zentrum und dann noch dieses Institut bekommen. Dann wäre eine noch engere Zusammenarbeit und dem Zusammenhang möglich und wir hätten noch eine größere Ausstrahlungskraft. Also ich drücke uns da die Daumen, dass uns das auch gelingen wird. Ja, meine Damen und Herren, sowohl bezüglich der Anzahl der Professoren, die genannt worden sind, als auch bezüglich der Form der Finanzierung ist dieses Einstein-Zentrum ziemlich einmalig in Berlin, in Deutschland wahrscheinlich auch. Es beteiligen sich 4 Universitäten, die hier auch alle vertreten sind, 2 Fachhochschulen, 8 außeruniversitäre Einrichtungen, 2 Bundesministerien, das Land Berlin und, das ist, glaube ich, noch die größte Besonderheit, 20 Industrieunternehmen. Wir haben, als wir damals in dem Berliner Kreis zusammensaßen, da erlauben Sie mir die Nebenbemerkung, wir haben nicht nur den Berliner Kreis gegründet, wir haben ihn auch wieder eingestellt, weil ich finde, Arbeitskreise haben eine endliche Aufgabe und damit auch eine endliche Lebenszeit nach einem Jahr oder eineinhalb Jahren. Die Finanzierungssumme des Einstein-Zentrums setzt sich wie folgt zusammen. Wir haben etwa 12 Millionen Euro von den 20 Unternehmen gestiftet bekommen, und zwar wir, heißt die Einstein-Stiftung. Ich lege da nochmal besonderen Wert drauf, die durch ihre wissenschaftliche, hochqualitative Begutachtung sicherstellt, dass der Einfluss von Unternehmen direkt auf die Professuren klein ist. Die Einstein-Stiftung ist wissenschaftlich über jeden Zweifel erhaben und übernimmt die Verteilung der gestifteten Gelder entsprechend. 8,5 Millionen stellen außeruniversitäre Forschungseinrichtungen zur Verfügung. Das zeigt, dass wir einen großen Sog innerhalb Berlins jedenfalls schon erzeugt haben von Einrichtungen, die zwar auch sonst mit uns kooperieren, aber hier besonders dieses Thema würdigen und noch mehr mitmachen, als sie es sonst schon getan haben. Das Land Berlin, das ist eine Policy seit einigen Jahren, unterstützt mit 50 Cent jeden Euro, der an die Einstein-Stiftung gestiftet ist. Das ist sozusagen ein Mechanismus, für den wir dankbar sind. Außerdem hat der Berliner Senat als Kofinanzierung 12 Millionen Euro in den 6 Jahren in Aussicht gestellt. Ein paar Punkte sind mir wichtig zu betonen. Erstens, wir fangen heute an. Die Ausschreibung für die ersten 18 Professuren ist heute Nachmittag im Internet, am Donnerstag in einer großen überregionalen Zeitung zu lesen. Also wir reden nicht nur über das, was wir machen wollen, sondern wir machen es tatsächlich. Zweitens, die Einstein-Stiftung, hatte ich schon erwähnt, garantiert uns, dass wir wissenschaftlich hochqualitativ mit unserem Antrag dastehen und wird uns auch begleiten in den nächsten 6 Jahren, wofür wir sehr dankbar sind. Drittens, das ist was Inhaltliches, sehr viele der Professuren werden an Schnittstellen Digitalisierung und ein klassisches Fach sein. Das ist die Innovation dieses Einstein-Zentrums, denn Informatikprofessuren an sich gibt es ja schon viele in Berlin und die Fächer in der gesamten Breite ihrer Wissenschaften sind an den Berliner Universitäten und Hochschulen ja auch gut vertreten. Die Besonderheit dieses interdisziplinäre, digital und ein Fach aus den Geisteswissenschaften, ein Fach aus den Ingenieurwissenschaften, ein Fach aus der Biologie. Das ist die Besonderheit der Professuren, die in diesem Einstein-Zentrum tätig sein werden. Viertens,
Startups ist ein Thema für Berlin immer gewesen. Berlin ist sehr erfolgreich in Startup-Gründungen gewesen, sowohl in der Anzahl der Gegründeten, auch als in der Anzahl der überlebenden Startups. Wenn Sie überlegen, dass aus diesen IT-Professuren von den 50 jeder vielleicht 2 Startups-Unternehmens begleitet, dann haben Sie schon 100 weitere Startups, die in den nächsten Jahren quasi garantiert sind. Ich denke, das ist auch ein weiterer Schub, der für Berlin gut ist mit seiner guten, diversen Atmosphäre, weshalb viele Startups und Investoren auch nach Berlin schauen. Schließlich, ich persönlich bin stolz darauf, dass es uns gelungen ist, in der Gesamtheit der Universitäten und Hochschulen dieses Projekt umzusetzen, anzufangen. Und nicht nur meinen Kolleginnen und Kollegen bin ich dankbar, ich bin der Wissenschaftssenatorin und Ihrem Staatssekretär sehr dankbar für die Unterstützung bei der Einrichtung der Professuren und auch sonst überhaupt. Und insbesondere möchte ich Herrn Kau meinen Dank aussprechen, der sehr viel der Antragsarbeit, der Koordinationsarbeit geleistet hat und der jetzt Gründungssprecher des Einstein-Zentrums sein wird. Vielen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Professor Thomsen, der Präsident der TU Berlin, hat gerade schon die vielen Institutionen genannt, die an diesem Projekt beteiligt sind und einige sind heute hier zugegen. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Es ist natürlich auch ein wichtiger Termin, um der Welt kundzutun, was Sie genau vorhaben. Und einige Fragen möchte ich jetzt an die einzelnen Protagonisten stellen. Ich würde ganz gerne mit der FU Berlin beginnen. Professor Dr. Peter-André Alt ist heute hier, der Präsident der Freien Universität Berlin. Professor Alt, wie wirkt sich denn die Initiative Ihres Erachtens auf die Geisteswissenschaften aus? Was erhoffen Sie sich und welche Impulse können Sie wiederum auch zurückgeben von Ihrer Institution aus? Dass die Digitalisierung längst ein Querschnittsthema geworden ist, sieht man auch gerade in den Geisteswissenschaften, in denen digitale Techniken sowohl für die Erschließung von Forschungsmaterialien als auch für die historische Einordnung und Interpretation eine ganz entscheidende Rolle spielen. Innerhalb des Zentrums sind die Geisteswissenschaften vertreten durch die Bildungswissenschaft, die ja eine ganz wichtige Rolle spielt, sowohl als Treiber, als Innovationsfaktor, aber auch als ein Bereich, in dem so etwas wie das Reflexionswissen auch entwickelt werden muss, das man braucht, damit eine Gesellschaft ihre eigenen Innovationen nicht nur vorantreibt, sondern auch kritisch begleitet und wo notwendig auch bedenkt, welche Konsequenzen sie haben können. Dafür sind die Geisteswissenschaften wichtig. Ich will aber auch noch ein paar andere Bereiche nennen, die für das Zentrum entscheidende Rolle spielen und durch die auch das Zentrum selber wieder zum Glänzen kommt. Das ist etwa die Altertumswissenschaft, die bei uns in Berlin eine herausragende Rolle international spielt, dokumentiert durch das Exzellenzcluster Topoi, insbesondere die Archäologie. Hier spielen digitale Techniken für die Speicherung von Materialien, die Zugänglichmachung von Materialien eine ganz wichtige Rolle. Archäologen der Zukunft werden vielleicht viel weniger reisen, als das noch heute notwendig ist. Sie werden einen direkten Zugriff haben auf die Materialien, an denen und mit denen sie forschen. Und des Weiteren nenne ich die Editionswissenschaft, dass Texte ediert und kommentiert werden. Das gehört zum Geschäft historischer Überlieferung und in den digitalen Wissenschaften ist es längst üblich, dass man mit ganz neuen Formen auch des Textvergleichs arbeitet. Also ich erwarte von der Einrichtung des Zentrums unter diesem Gesichtspunkt auch einen wesentlichen Schub für die Geisteswissenschaften, die in Berlin herausragend aufgestellt sind. Geisteswissenschaften, die spielen selbstverständlich auch an der Humboldt-Universität eine ganz wichtige Rolle. Liebe Frau Professor Dr. Sabine Kunst, Präsidentin der Humboldt-Universität, mit welchen Kompetenzen, welchen Impulsen kann Ihre Institution teilhaben am Einstein-Center? Was erhoffen Sie sich, was glauben Sie? Also wir freuen uns, dass es tatsächlich gelungen ist, denn dieses Einstein-Zentrum ist ja insofern etwas Neues, als es auch in den Wissenschaftsdisziplinen, über die ich gleich ein paar Sätze sagen will, etwas Neues anstößt, sodass es ja auch ein besonderes Einstein-Zentrum ist. Die Humboldt-Universität ist mit 9 Professuren beteiligt, 17 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren Gründungsmitglieder. Ich benenne ganz kurz 3 Gebiete, die besonders oder spezifisch sind für das, was die Humboldt-Universität einbringt. Einmal auch ein Beitrag zu den digitalen Geisteswissenschaften mit dem HED. HED heißt Humboldt Elsevier Advanced Data und Text. Und es geht dabei um tatsächlich die Erforschung und
bessere Erfassung von Plagiaten. Also etwas, was tatsächlich ja ganz aktuell ist. Also eine grundlegende Forschungsarbeit, die für die Geisteswissenschaften moderne Instrumente der Selbstreflexion und auch Selbstkontrolle eröffnen wird. Dann haben wir einen richtig deutlichen Schwerpunkt in den Rechtswissenschaften. Wenn man über jetzt geistiges Eigentum nachdenkt, so ist insbesondere die Definition, was ist das eigentlich und wer hat Zugang zu dem, was an neuer Erkenntnis geschaffen ist, zwei Themata, mit denen sich zwei Professuren bei den Rechtswissenschaften befassen. Und abschließend ganz kurz, auch die Psychologie ist dabei, die sich damit befasst, wie sich eigentlich Verhalten ändert und welche Implikationen immer mehr Digitales hat. So in dem Sinne, wie fühlt es sich an, wenn mein Auto mich nicht mehr braucht? Oder sind beispielsweise Roboter in der Tat gute Arbeitskollegen oder braucht man noch was anderes? Soweit, ganz kurz. Danke Ihnen für diese Eindrücke. Damit haben wir die Geisteswissenschaften, die Psychologie und die Rechtswissenschaften schon abgedeckt. Schauen wir mal in die schönen Künste. Lieber Wolfgang Abramowski, als Kanzler der Universität der Künste hier in Berlin, welchen Stellenwert hat denn Digitalisierung grundsätzlich auch für die Künste und auf welchen Gebieten schreiben Sie Professuren aus? Ja, es wird Sie nicht überraschen, wenn ich sage, dass auch diese Digitalisierungsthema an der UdK ausgesprochen ernst genommen wird, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen stellen sich für die Künste selber eine Reihe von Fragen, die mit dem Digitalisierungsprozess zusammenhängen. Welche Auswirkungen hat das eigentlich auf die Künste, auf ihre Ausdrucksformen, auf ihre Materialität? Das sind Fragen, die wir gerne in einem wissenschaftlich-künstlerischen Diskurs beantworten, erforschen, aber vor allen Dingen auch ausloten wollen. Zum anderen, und das wissen Sie ja auch, ist die UdK mit ihren sehr großen Bereichen der Gestaltung ein hochqualifiziertes Kompetenzzentrum für ein Handlungsfeld, das man mit Mensch, Technik, Umwelt beschreiben kann. Ein Handlungsfeld, das jetzt mit der Digitalisierung einer sehr starken Dynamisierung unterliegt. Konstruktiv, experimentell, praktisch die produktiven Möglichkeiten und Grenzen in diesem Handlungsfeld auszuloten auf der Grundlage von Digitalisierung, sicher auch Risiken und Friktionen, liegt von daher im ausgesprochenen Interesse der Fachdisziplinen in ihrem ureigensten Interesse. Wir haben jetzt als erstes 4 Professuren ausgeschrieben oder werden sie ausschreiben, ich will sie kurz benennen, zur Erforschung neuer Interaktionsmöglichkeiten vernetzter Systeme, das Stichwort Internet der Dinge, zur Erforschung neuer Formen der Mensch-Technik-Interaktion im Bereich von Wearable Computing, also Textil, zur Erforschung der Beziehung zwischen Digitalisierung und demokratische Selbstbestimmung. Und last but not least zur Erforschung neuer Formen der vernetzten Bildung auf Grundlage digitaler Medienformate. Wir hoffen, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern sind feste dabei bemüht, weitere Mittel einzuwerben, um im Laufe dieses Jahres noch zu 2 weiteren Ausschreibungen zu kommen. Wir sind gespannt. Das Ende der Fahnenstange ist hier auf keinen Fall jetzt erstmal erreicht. Ich freue mich über eine weitere Hochschule heute, vertreten durch die Präsidentin, und zwar Professor Dr. Monika Groß von der Beuth Hochschule für Technik Berlin. Frau Groß, welchen Beitrag kann die Beuth Hochschule leisten und welche Entwicklungsmöglichkeiten erhoffen Sie sich für Ihre Hochschule und für die Studierenden selbstverständlich? Ja, wir können zunächst in zwei Bereichen einen Beitrag leisten. Zum einen haben wir an der Hochschule eine große Forschergruppe im Bereich Data Science, in der Forscher aus dem Bereich Informatik und Mathematik mit Studierenden und auch jetzt schon mit vielen Industriepartnern zusammenarbeiten. Wir sind Mitglied in dem BMBF geförderten Berlin Big Data Science Center hier in Berlin und entsprechend können wir oder wollen wir in dem Bereich einen Masterstudiengang
entwickeln, weiterentwickeln, der gerade die Fachkräfte, die für den Bereich Big Data Science notwendig sein werden, auch heranbildet. Das ist ein ganz wesentlicher Teil. Es ist ja nichts nur die Professoren zu haben, wir brauchen ja auch die Fachkräfte, die das dann nachher umsetzen. Dann sind wir sehr froh, dass wir über die Möglichkeit des Einstein-Zentrums auch im Bereich Digitalisierung der Drucktechnik etwas bewirken können. Hier kommt das, was Herr Thomsen gesagt hat, zusammen, dass eben ein klassisches Fach wie die Drucktechnik eben in Kombination neue Impulse setzen wird. Das wird den regierenden Bürgermeister freuen, der sich mit der Drucktechnik ja auskennt. Wir sind die einzige Hochschule in Berlin, die eben hier auch mit den entsprechenden Studiengängen und Professuren die Grundlage bietet. Welche Entwicklungsmöglichkeiten bieten sich denn für die Hochschule und vor allem für unsere Studierenden? Zum einen erhoffen wir noch eine höhere Attraktivität bei Berufung, denn wir schreiben auch überhaupt jährlich zurzeit bis zu fünf Professuren im Bereich Informatik aus und wir haben in den letzten Jahren durchaus das nicht immer geschafft, die zu besetzen. Also wir hoffen hier eine größere Attraktivität. Vor allem für die Studierenden werden sich sehr viel mehr Forschungsmöglichkeiten ergeben und natürlich eine noch aktuellere Lehre. Darüber hinaus aber, denke ich, ist es auch sehr wichtig, dass wir in dem Bereich Informatik noch mehr junge Menschen gewinnen können, dieses Fach zu studieren. Denn wir brauchen, wie ich eben schon sagte, nicht nur die Professoren oder die Fachkräfte, sondern wir müssen ja auch die jungen Menschen ausbilden für die digitale Zukunft. Das, glaube ich, ist für uns alle als Hochschule ein ganz wesentlicher Teil. Oh ja. In der Tat, danke Frau Groß. Wir kommen zu weiteren Wissenschaftseinrichtungen hier in Berlin und dazu begrüße ich jetzt den Vorstandsvorsitzenden des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung, Professor Dr. Erwin Böttinger. Herr Böttinger, welche Rolle wird das BIG im Einstein Center spielen? Ja, hoffentlich eine ganz, ganz starke Rolle. Natürlich aus unserer Sicht ist Gesundheit essentiell verlinkt mit Lebensqualität und unsere Aufgabe ist es, Lebensqualität zu erhalten oder zu steigern und Werte zu schaffen und insbesondere in Berlin dazu zu arbeiten, dass unseren Bürgern bessere Medizin angeboten werden kann. Das fängt an mit Digitalisierung in der Gesundheitsforschung. Es gibt viele Bereiche, wo es nicht ausreicht. Zum Beispiel, Herr Müller hat angemerkt, personalisierte Medizin. Gensequenzierung und die Technologie dazu reicht nicht aus. Im Gegenteil, wir brauchen die intelligente Interpretation aller Daten und das ist ein IT, ein Informatik-Topic. Also die Bedeutung der Informatik, der Informationswissenschaften wird immer größer in der Gesundheitsforschung, aber auch in der Gesundheitsversorgung. Ich zeige Ihnen hier wahrscheinlich das Sprechzimmer der Zukunft. Ja, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir die Delivery der Versorgung, also die Sicherstellung von effizienter, platzunabhängiger Versorgung durch mobile Devices wie Smartphones und so weiter, auch hier in Berlin führend mit voranbringen. Also beiderseits einmal Gesundheitsforschung, personalisierte Medizin, werden Professuren in künstlicher Intelligenz, Interpretation von bildgebenden Verfahren, Interpretation von Gendaten. Hier werden wir natürlich Schwerpunkte setzen. Wir werden aber auch im Bereich von Online Medicine, digitale Medizin sicherlich auch es möglich machen, neue Formen der Gesundheitsversorgung hier zu entwickeln. Dazu freut sich das BIG ganz besonders, dass wir hier auch im Bereich Digital Health die Sprecherrolle ausüben können, dass wir natürlich zusammen mit dem Einstein-Zentrum für digitale Zukunft neue Impulse für Berlin im Bereich digitale Gesundheit setzen wollen. Wenn wir schon beim Gesundheits- und Wissenschaftsstandort Berlin sind, dann ist natürlich die Charité überhaupt nicht weit. Ich begrüße den Vorstandsvorsitzenden der Charité Universitätsmedizin Berlin, Professor Dr. Karl-Max Einhäupel. Lieber Herr Einhäupel, welche Bedeutung hat die Initiative für den Gesundheitsstandort Berlin, über den wir gerade schon sprachen, und insbesondere für die Charité und welche Professuren planen Sie explizit? Also zunächst mal würde ich jetzt die gewagte Behauptung aufstellen, dass die Digitalisierung die Medizin in einem völlig neuen Maße in Zukunft erscheinen lassen wird, in einer völlig neuen Art.
die Digitalisierung wird die Medizin ein Stück weit revolutionieren. Wir sind auf diesem Weg und insofern finde ich es nur konsequent, dass das Land Berlin und die wissenschaftliche Community dieses Landes sich vorgenommen hat, auch weiterhin die Führerschaft, die Innovationsführerschaft in diesem Bereich zu übernehmen. Und ich denke, dass wir gut aufgestellt sind, diese auch zu halten. Bedenken Sie einfach, dass es in der Medizin täglich durch die Verkürzung der Innovationszyklen so viele neue Informationen gibt, die aber nicht nur publiziert werden müssen, das ist mittlerweile ganz gut organisiert, sondern die ja auch analysiert und für die Patienten nutzbar gemacht werden können. Das ist heute ohne Digitalisierung nicht mehr vorstellbar. Sie haben auch gefragt, in welchen Bereichen diese Professuren angesiedelt werden sollen. Das würde jetzt sehr weit führen, die alle aufzuzählen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass es an der Charité zumindest drei große Bereiche gibt, die davon profitieren werden. Das ist zunächst mal die sogenannte regenerative Medizin, also der Bereich, wo versucht wird, kaputtgegangenes Gewebe wieder zu erneuern, was nicht überall heute schon möglich ist, aber was gelingen wird. Das zweite ist das Thema der, ich versuche es anders zu formulieren, das ist das Thema, dass wir zum Beispiel in der Antibiotikatherapie, aber auch in der onkologischen Therapie, also in der Krebstherapie, immer mehr Resistenzen erleben. Das heißt, am Anfang gelingt die Therapie noch ganz gut und dann verliert sie irgendwann ihre Wirkung. Und auch dieses wird zu einem Schwerpunkt gemacht werden. Und das dritte große Thema wird sicherlich sein, die degenerativen Erkrankungen, ich nenne hier nur die Alzheimer-Erkrankungen, besser zu verstehen, sie auf molekularer Ebene zu verstehen. Und dann das Konzept der personalisierten Medizin, Herr Böttinger hat es bereits erwähnt, das Konzept der personalisierten Medizin durchzusetzen. Und das ist strikt daran gebunden, dass wir in der Lage sind, große Datenmengen in kurzer Zeit von völlig unterschiedlicher Herkunft zu analysieren. Also das heißt, Daten, die eine große Basis völlig verschiedener Strukturen haben, zu integrieren und sie damit für die Forschung und für die Patienten in der Therapie zugänglich zu machen. Dass die Einstein-Stiftung Berlin, die ist heute auch vertreten, darüber freuen wir uns und fragen uns natürlich, was zeichnet ein Einstein-Zentrum aus, was ist das Neue am Einstein-Center? Das frage ich Professor Dr. Günter Stock, er ist nämlich Vorstandsvorsitzender der Einstein-Stiftung Berlin. Also was ist der neue Dreh nochmal an dem Einstein-Center und welche Impulse, glauben Sie, wird es für Berlin und darüber hinaus geben? Der Senat hat ja seinerzeit mit der Gründung der Einstein-Zentrum im Wesentlichen zwei große Ziele verfolgt. Einmal, exzellente Persönlichkeiten nach Berlin zu holen oder in Berlin zu halten, aber dann auch Strukturen zu schaffen, mit denen Kooperationen ermöglicht werden, die anderweitig nicht gefördert werden. Und hier spielen die Einstein-Zentren eine ganz zentrale Rolle. Und die sechs Einstein-Zentren, die wir jetzt haben, sind alle in Gebieten, die von Berlin von zentraler Bedeutung sind. Und ich sage mal, auf IT haben wir gerade noch gewartet. Wir haben auf regenerative, personalisierte Medizin gehört. Wir haben alte Weltforschung gehört. Viele Dinge brauchen mehr oder weniger genau dieses Einstein-Institut für die digitale Zukunft. Und was ist der besondere Witz? Sie haben gehört, dass sich hier Behörden, dass sich hier Universitäre und Private zusammenfinden, um einen engen Zusammenschluss zu finden, weil erkannt wurde, dass die Interaktion zwischen angewandter und Grundlagenforschung eigentlich ein fließender und iterativer Vorgang ist. Das ist das eine, was ganz neu ist an diesem Zentrum PPP. Das zweite, was vielleicht noch nicht erwähnt wurde, dieses Zentrum ist ein offenes Zentrum. Das heißt, es wird eingeladen, dass noch mehr hinzukommen. Ich persönlich betrachte jetzt die 49, 50 Professoren als einen starken Beginn. Aber ich bin ganz sicher, dass es eine große Einladung ist für alle, die merken, was wichtig ist. Das dritte Besondere ist hier, dass sehr viele Juniorprofessoren ausgeschrieben werden. Und das macht auch den Reiz, aber auch die Schwierigkeit dieses Zentrums aus, denn es gibt kein fertig formuliertes Konzept, sondern dieses Konzept wird durch die jungen Leute für eine neue Zukunft mit erarbeitet. Und da ist natürlich dann die Einstein-Stiftung besonders wichtig, um qualitative internationale Beurteilung, auch Zwischenbeurteilung, immer wieder Feedback zu geben, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Insoweit wirklich etwas Neues. Vielen Dank.
Und auch Sie haben gerade nochmal diesen Zusammenschluss der diversen Institutionen betont. Und die Wirtschaft ist ja auch mit im Boot, wie wir eingangs hörten von Professor Thomsen. Und ich freue mich, dass wir zwei Vertreter der Wirtschaft heute hier haben, unter anderem Dr. Heinrich Arnold, SVP Innovation und Laboratories Deutsche Telekom AG, er ist Global Head. Herzlich willkommen. Welche Beweggründe, Herr Arnold, und Erfahrung gibt es aus der Wirtschaft für Ihr Engagement in die Berliner Wissenschaft und in das Thema Digitalisierung? Und wie schätzen Sie den Standort Berlin auf dem Gebiet der Digitalisierung inzwischen ein? Wir betreiben nun ja seit 12 Jahren eine Public-Private Partnership, in der die Konzernforschung eines der 100 größten Unternehmen weltweit passiert. Diese 12 Jahre haben stattgefunden, indem die Beteiligten dieses Konstrukt gepflegt haben, die Universität, namentlich die Hauptankerinstitution, die TU Berlin, hat sich sehr stark um die Institution gekümmert, die Telekom als Partnerunternehmen ebenfalls, und die Politik hat über die Jahre hinweg sich Mühe gegeben, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Was wir gelernt haben, ist, dass dieses Konstrukt auf jeden Fall in Berlin eine sehr, sehr gute Heimat gefunden hat. Es funktioniert international sehr, sehr gut, die richtigen Leute hierhin zu kriegen und die richtigen Leute auch hier zu halten. Das Konstrukt ist mittlerweile international kopiert. Es gibt Ableger innerhalb Europas. Heute Morgen hatte ich erst einen Anruf aus Fernost, ob es nicht möglich wäre, dort auch so eine Konstellation zu implementieren, hat also Standards gesetzt. Berlin war mit dieser Public-Private Partnership auf der Vorreiterrolle. Und wir haben festgestellt, dass es durchaus extrem wertvoll ist für Unternehmen, eine Gruppe von Leuten zu haben, die bewusst unabhängig ist von den Konzernstrukturen, die frei denken darf und frei denken muss. Das heißt, der Wert der Menschen, die hier gefördert werden und ausgebildet werden, liegt sehr viel mehr in ihrer Unabhängigkeit und in ihren unvoreingenommenen Impulsen, als dass die Gefahr tatsächlich wirklich bestünde, dass hier Forschern etwas vorgegeben wird, was sie tatsächlich von den interessanten Dingen abhält. Persönlich glaube ich, dass die Konstellation insbesondere für junge Wissenschaftler interessant ist. Auch die Professuren, Juniorprofessuren, die wir hier gemeinsam ausloben und betreiben wollen, beschäftigen sich mit Themen, die harte Ingenieursfragestellungen behandeln, harte interdisziplinäre Ingenieursfragestellungen im Bereich der Virtualisierung. Es geht um Mobile Cloud Computing, es geht um die Fragestellungen der konvergenten Netze, inwiefern sie die Themen von Augmented Reality, von Virtualisierung in der Industrie, der autonomen Systeme, Artificial Intelligence unterstützen können. Dinge, die sich technisch enorm schnell entwickelt haben und wo es jetzt tatsächlich nach Antworten ruft, die müssen gefunden werden. Junge Wissenschaftler profitieren von der Konstellation, Zugriff auf die Infrastrukturen der Unternehmen und die echt harten Fragestellungen wahrscheinlich am meisten. Eine der Ergebnisse, eine der Learnings, die wir in den vergangenen Jahren hatten, hier abzubilden. Für die Unternehmen ist es so, dass es enorm wichtig ist, tatsächlich jetzt nachzulegen. Natürlich ist es sinnvoll, wenn man vor 12 Jahren in der Vorreiterschaft war, dort in der Konstellation der Berliner Forschungsinstitutionen, der Politik und der Unternehmen nachzulegen. Aber es ist auch so, dass wir eine besondere Zeit haben. Volkswirtschaftlich glaube ich, dass momentan eine Verschiebung von Wertschöpfung global wieder passiert, und zwar dahin, wo die größte Kompetenz an Digitalisierung steckt. Volkswirtschaftlich und betriebswirtschaftlich. Die Unternehmen, die sich daran beteiligen, werden besonders dann davon profitieren, wenn sie nahe dran sind an dieser Kompetenz. Das hat auch persönliche Chancen. Ich selbst habe zusätzlich den Auftrag bekommen, der Telekom zu helfen, das Digitalgeschäft weiterzuentwickeln. Auch das will ich nicht verheimlichen, dass es für jeden persönlich natürlich auch eine Perspektive bieten kann und bieten soll. Es ist so, dass wir in der Konstellation hier, glaube ich, den richtigen Arbeitsmodus gefunden haben. Wir sind am richtigen Ort. Wir sind nicht irgendwo. Wir sind dort, wo die Kompetenz der Wissenschaft ihre Nachfrage, ihre Community findet. Wir sind im Lichthof einer Universität, und das ist richtig. Wir haben auch eine Konstellation gefunden, wo wir der Expertise ausreichend Raum einräumen, wie wir es hier an der Folge der Redner auch gemerkt haben, und das ist tatsächlich sehr, sehr gut. Ich freue mich darauf, dass es hier noch weitere Schritte gibt. Ich bin mir sicher, dass sämtliche Beteiligte hier nicht nur näher zusammenrücken, sondern auch weitere Schritte machen. Ich freue mich zum Beispiel auf einen Digitalbeauftragten der Stadt Berlin, den wir in der Konstellation sicherlich auch
wahrscheinlich nicht aus dem politischen Bereich bekommen werden, sondern ich hoffe mal aus dem wissenschaftlichen Expertenkreis, der hier auch im Raume ist und so fort. Vielen Dank. Und ich begrüße einen weiteren Wirtschaftsvertreter, und zwar den Vorstandsvorsitzenden der Berliner Wasserbetriebe, Jörg Simon. Welches Interesse, Herr Simon, haben denn die Berliner Wasserbetriebe an diesem Thema Digitalisierung und warum engagieren Sie sich für dieses Projekt? Ja, wir sind ja auf dem Weg zur intelligenten Stadt, das heißt Smart City, und da sind die Infrastrukturunternehmen natürlich ganz vorne an erster Stelle auch gefragt. Wir sind zuständig für Trinkwasser, für Abwasser, für Regenwasser, und es wird immer mehr gepumpt in Berlin, das ist ganz klar. Wir haben Wasserwerke, wir haben Pumpstationen, und die Frage ist, wie kann man diese Elemente auch sinnvoll vernetzen, noch sinnvoller als es bisher. Mittlerweile sind die alle auf Leitwarten aufgeschaltet, und jetzt ist die Frage, findet man intelligente Algorithmen, mit denen halt eben dann auch unter Betriebskostengesichtspunkten, unter anderen Gesichtspunkten optimale Lösungen gefunden werden. Weiteres Beispiel, was uns allen präsent ist, Starkregenereignisse. Finden immer mehr statt, finden auch immer mehr dezentral an bestimmten Stellen statt. Und wir bauen ja in Berlin relativ viel Speicherraum, auch um diesen Starkregen zu kompensieren. Ein weiteres Thema ist aber, dass wir versuchen, unser Netz auch zur Speicherung zu nutzen. Und das können wir auch mit intelligentem Zusammenspiel der Pumpwerke, der Abwasserpumpwerke und halt eben der Leitwarten. Und diese komplexen Algorithmen nachher zu lösen, das sind wir im Moment noch nicht in der Lage, da optimale Lösungen zu finden. Da versprechen wir uns einiges von der Professur, die wir hier unterstützen wollen. Und wir haben ja schon gehört, um diesen ganzen Prozess in Gang zu bringen, braucht es viele Anträge, und es braucht vor allem jemand, der diese Anträge durcharbeitet und ausfüllt. Er wurde schon kurz genannt, das ist Professor Dr. Uday Kao von der TU Berlin, also aus diesem Haus. Er ist designierter Sprecher des Einstein Centers. Herr Kao, welche inhaltlichen Schwerpunktfelder und Strukturen wird es im Einstein Center genau geben, und wie geht es ab dem heutigen Zeitpunkt dann auch tatsächlich weiter mit dem Einstein Center? Ja, das Besondere an dem Einstein Center wurde ja schon mehrmals genannt. Es hat eben verbindet bestehende Clusters of Excellence, die wir in Berlin haben. Also wir haben aufgebaut auf dem, was hier schon viele, viele Jahre da ist und was weltweit sichtbar ist und anerkannt ist. Deswegen ist unsere Hauptidee, dass wir die Bereiche vernetzen, dass wir uns gegenseitig dann zeigen, wie wir unsere Forschungsaufgaben erledigen und dadurch zu neuen Erkenntnissen gelangen. Und deswegen haben wir das Programm so aufgebaut, dass wir ausgehen von der Core Area, was im Prinzip die digitalen Methoden, Algorithmen und Infrastrukturen beinhaltet, dann unsere Fühler ausstrecken zu Bereichen, wo schon seit Jahren oder Jahrzehnten an Methoden gearbeitet wird, wie man zum Beispiel Daten aufnimmt, wie man diese auswertet, wie man Daten interpretiert, wie man sie visualisiert und so weiter. Und da haben wir natürlich in Berlin drei große Exzellenzcluster, die wir einbezogen haben. Einmal ist bereits der Cluster Digital Head genannt worden von Professor Böttinger. Dann haben wir den Bereich Digital Humanities, was groß in Berlin, exzellent in Berlin ist. Und eben der dritte Bereich ist Digital Industry and Services, wo wir uns eben Themen wie Smart Cities oder Industrie 4.0 und so weiter widmen wollen. Das sind die vier Bereiche, und da müssen Sie sich vorstellen, wir haben über 100 exzellente Forscher, die bereits an diesem Antrag mitgewirkt haben, mindestens genauso viele wissenschaftliche Mitarbeiter, die Industrievertreter, die Politik und so weiter. Das heißt, es ist bereits jetzt ein Riesenerfolg gewesen, diese ganzen Leute zusammenzubringen. Von daher, ab heute geht es nochmal weiter. Es ist sehr, sehr schön, dass wir jetzt am Ziel sind, aber das Ziel ist ja nur, der Antrag ist genehmigt. Es wird die große Herausforderung sein, aus diesem Team von absolut exzellenten Forschern ein schlagkräftiges Team für Digitalisierung zu machen. Und das wird die große Herausforderung sein. Aber wir haben es bis hierhin geschafft, und dazu mein Dank auch an die Leute in der zweiten Reihe, die tatkräftig mitgeholfen haben. Und ich möchte den Dank auch Herrn Thomsen zurückgeben, ein Präsident, der um 2 Uhr nachts mir einen 400 Seiten Antrag zurückkorrigiert. Das trifft man auch nicht alle Tage. Ich weiß bis heute nicht, wie ich darauf antworten soll. Aber von daher, die Arbeit geht einfach nur weiter. Und offiziell beginnt das Einstein-Zentrum am 1. April. Da werden wir unsere Arbeit aufnehmen. Aber Sie haben schon gehört, die ersten Stellen sind bereits ausgeschrieben, jetzt am Donnerstag. Und die Fakultäten haben schon längst gearbeitet und ihre dann die Zuweisungsanträge geschrieben. Die Berufungskommissionen sind bereits vorhanden. Das heißt, es geht einfach weiter.
Und ich freue mich einfach auf eine tolle Zukunft. Sie sind also bereit, um richtig loszulegen. Herzlichen Dank an die Runde an dieser Stelle, meine Damen und Herren. Ich übergebe jetzt nochmal an die Pressesprecherin der TU Berlin, an Stefanie Terp. Danke. Vielen Dank auch an Shelley Kupferberg und an den Einblick in diese große Spannbreite, thematisch wie organisatorisch, für das neue Vorhaben. Ich möchte gerne Journalisten und Journalistinnen jetzt die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Ich bitte Sie, sich auf das Thema zu konzentrieren, Ihren Namen und Ihr Medium zu nennen. Ich habe schon die erste Wortmeldung von Herrn Ronsheimer gesehen. Hoppla. Manfred Ronsheimer, freier Journalist. Danke, dass zum Schluss auch noch die Journalisten drankommen können. Es war ja bis jetzt keine Pressekonferenz, sondern eine Informationsveranstaltung zu dem Thema. Mich würde interessieren, einmal, was ist mit den restlichen Professoren? Ich habe durchgezählt, die 18, die jetzt losgehen, das sind 14 für die TU und für die UdK. Wann kriegen denn die anderen Universitäten ihre Professoren? Und die fachliche Ausrichtung, es ist alles hier stark technologielastig, die Digitalisierung, die auf uns zukommt, ist vor allen Dingen eine gesellschaftliche Umwälzung. Ich möchte gerne die FU fragen, bringen Sie sich denn da mit Ihren Geisteswissenschaftlern ein, um das zu flankieren? Und dritte Frage, der Herr Arnold hat kurz eine Bemerkung angesprochen, das muss ich an Herrn Müller richten. Sind Sie dabei, einen Digitalisierungsbeauftragten für Berlin auszurufen, der ein Wissenschaftler sein soll, oder was? Oder die Senatorin? Dankeschön. Dann würde ich sagen, ich übergebe gern das Wort für die erste Frage an Herrn Thomsen, an Herrn Alt und an Frau Scheres. Die anderen Professuren, ein Großteil wird vor Weihnachten noch kommen. Das ist sozusagen eine organisatorische Frage, wie schnell bekommen die Einrichtungen Zuweisungsanträge auf die Reihe, diese genehmigt, wie schnell kriegt man die Ausschreibung hin. Die sind alle in der Pipeline. Ich ergänze. Von Seiten der Freien Universität sind Professuren im Bereich der Bildungswissenschaften geplant. Des Weiteren ist in Vorbereitung eine Professur, die sich mit Digitalisierung und öffentlichen Räumen auseinandersetzt und mit Rechtsfragen. Das sind genau die Bereiche, die Sie im Blick haben, wenn Sie fragen, inwieweit ist denn das Wissen über die Digitalisierung auch ein Wissen, das Risiken, Gefahrenpotenziale auslotet. Das sehen wir genau als eine unserer Aufgaben. Die Freie Universität ist nicht nur durch die Geisteswissenschaften, sondern eben auch durch die Sozialwissenschaften hier vertreten. Und solche Professuren sind ebenfalls in der Vorbereitung. Nein, es sind mehr. Es sind insgesamt 7, die auf der Liste stehen. 9 hatte ich vorhin schon ganz kurz erwähnt, sodass es in der Tat so ist, dass jetzt im Laufe des nächsten Semesters die Berufungen in die Vorbereitung gehen. Und die Herausforderung ist, wie man dann tatsächlich in dem Einstein-Zentrum, wenn rechtswissenschaftliche Professuren zusammen mit solchen der Psychologie oder auch der Kulturwissenschaften zusammenarbeiten sollen, wie das Ganze zusammenwächst, sodass wir schrittweise dabei sind. Und ich will nicht verhehlen, es ist eben auch ein bisschen viel, oder es ist einfach eine Herausforderung, tatsächlich die Gegenfinanzierung auch für geisteswissenschaftliche Professuren zurzeit zu bekommen. Sie haben sehr recht, das ist eigentlich das Thema. Aber es bedarf schon des einen oder anderen Gespräches mehr. Da sind wir gut davor, sodass wir dann, je nachdem, wie das Geld da ist, weiter besetzen und mit 3 bis 4 starten. Die Einrichtung eines Beauftragten will ich Ihnen heute noch nicht versprechen. Aus mehreren Gründen. Einerseits wird das natürlich auch in Koalitionsverhandlungen eine Rolle spielen, wie und wo, in welchem Ressort dieses Thema sich dann auch wirklich sehr prominent wiederfindet. Und zum Zweiten ist es so, dass wir auch heute schon viel in diesem Bereich ja mitbegleiten über die Senatskanzlei. Herr Dr. Letzter, der sehr nahe dran ist und zu all diesen Themen ja auch den Kontakt hält und für mich natürlich, für den regierenden Bürgermeister, aber eben auch ressortübergreifend das im Blick behält und mitbegleitet. Und es gibt noch einen dritten Grund, weshalb ich immer vorsichtig bin mit neuen Beauftragten.
weil sich dann oft andere zurücklehnen und sagen, na, dafür gibt's ja den Beauftragten, der ist ja zuständig, dann muss ich ja nicht. Und hier geht's ja genau um etwas anderes. Wir wollen ja endlich wegkommen davon, dass der eine was macht und die anderen zugucken, sondern so wie wir das heute hier erleben, ist ressortübergreifend, fachübergreifend, Wirtschaft, Wissenschaft, Politik gefordert, dieses Thema voranzutreiben. Natürlich muss es auch politisch begleitet werden, aber ich glaube, in Kooperationen und ganz besonders natürlich auch mit der Einstein-Stiftung, die wir haben, ist da auch sehr viel anzustoßen und weiter zu begleiten jenseits eines neuen Beauftragtenwesens. Vielen Dank. Es gibt die weitere Wortmeldung. Joachim Perun von der Berliner Morgenpost. Ich habe eine Frage zu den Besetzungen dieser vielen Stellen. Das sollen ja vielleicht noch mehr werden, wenn man jetzt auf einen Schlag 50 solche Hotshots einstellen will, wie Sie das ja vorhaben. Und man gibt den W1, ist glaube ich 3.600 Euro, oder? Korrigieren Sie mich, wenn das nicht stimmt. Also ist jedenfalls nicht so viel Geld eigentlich. Die Professor Groß hat angesprochen, dass Sie schon Probleme haben, Informatikprofessuren zu besetzen. Wie kann man garantieren, dass in dieser kurzen Zeit diese Stellen, die mittelmäßig dotiert sind für Leute, die sowas alles können, was sie da können sollen, dass die wirklich die tollen Experten bekommen für diese ganzen Jobs? Naja, dazu haben wir schon gute Beispiele. Alleine dieses Jahr haben wir bereits Professor Abidjan von MIT an die TU Berlin geholt und wir haben Professor Schäfer von Princeton nach Berlin geholt. Das war W1, zwei Juniorprofessoren, gucken Sie auf unsere Webseiten. Das sind zwei Leute, die bereits gekommen sind. Und natürlich ist es eine Herausforderung, 50 davon zu bekommen. Wir arbeiten hart dran. Also einige Leute sind bereits an diversen Messen in den USA und so weiter, um eben die besten Leute anzusprechen. Deswegen auch die Riesenkampagne mit der Zeitung, die Frau Terr bereits angesprochen und so weiter. Aber ja, das ist eine große Frage. Aber ich weiß, dass wir es hinkriegen. Und wenn sich ein W1-Professor kommt nicht wegen des Gehaltes, sondern kommt, weil er hofft oder sie hofft, hier die beste Forschungsumgebung vorfinden kann, die es gibt, damit man sich halt eben für zukünftige Professuren qualifizieren kann. Der Weg zu einer Uniprofessur ist nun mal steinig. Und das können wir auch nicht wegschaffen mit dem Einstein-Zentrum. Aber ich hoffe, dass ich die besten möglichen Forschungsbedingungen schaffen kann, damit diese Leute idealerweise bei uns hier in Berlin oder weltweit später ihre Professur dann finden. Ich will noch mal ganz kurz ergänzen, dass es ja nicht im ganz klassischen Sinne der IT-Bereich ist, sondern es ist ein Bereich, in dem viele Felder völlig neu entstehen. Also gerade in den Naturwissenschaften etwa, auch in den Lebenswissenschaften, im Bereich der Mikroskopie, der Datenspeicherung, den bildgebenden Verfahren. Das sind Innovationsbereiche, die zusammenwachsen aus verschiedenen unterschiedlichen Feldern. Und darum macht es Sinn, hier zunächst einmal auch bei einer W1 zu starten, weil das Bereiche sind, in denen die Qualifizierten häufig erst gerade frisch promoviert sind. Und dann wollen wir das ausbauen. Und die Perspektive ist natürlich auch, langfristig attraktive Vollzeitprofessuren bieten zu können. Aber viele dieser Bereiche sind high risk. Die sind wirklich richtiggehend neue Felder. Und da wachsen die Dinge allmählich zusammen. Wir erleben das an der Freien Universität in einem Bereich, in dem wir sehr stark sind, in der Bioinformatik. Und da muss man eben auch dann an der Stelle die Leute abholen, wo sie gerade sind. Also ich denke, man sollte da ganz optimistisch sein, dass man mit diesem High-Risk-Feld auch die Leute holt. Und die W1 ist vielfach ein guter Start. Das sollte aber nicht das letzte Wort sein. So, gibt es weitere Fragen? Dann würde ich diese Runde beenden. Ich würde Sie gern nun zu dem, gab es noch einen? Herr Farun, bitte. Ja, die Genese dieses Projekts interessiert mich ja doch noch mal ein bisschen. Es fing ja mit 100 an, hat mal ein wichtiger Publizist mitgeteilt, dann waren es Ende 2015 irgendwie 30 und dann sind Sie in den Debatten, die Sie geführt haben, offensichtlich haben Sie noch ein bisschen Geld gefunden oder haben Leute gesagt, das ist so toll, da gebe ich jetzt noch mehr her? Oder wie lief das eigentlich, dass Sie jetzt gerade auf 50 rausgelaufen sind? Na, 50 ist ein Zwischenschritt, Herr Farun. Die 100 waren die Überschrift, der Anspruch, der formuliert wurde. Hier muss es einen deutlichen, einen großen Schritt nach vorne geben. Lasst uns doch arbeiten an 100 zusätzlichen IT-Professuren. Und ich glaube, alle hier vorne haben sich da nichts vorgemacht, dass man nicht von heute auf morgen 100 zusätzliche Professuren gemeinsam finanziert bekommt, sondern wichtig war, dass es startet. Und wir haben sehr schnell gemerkt in der Zusammenarbeit, die 30 sind
in Anführungsstrichen sofort erreichbar. Innerhalb kürzester Zeit konnten wir uns weiterentwickeln auf 50 durch Kooperationen, durch das Engagement der Unternehmen, der Wissenschaftseinrichtungen und des Landes. Und wir merken, dass schon jetzt an der Resonanz, an den Rückmeldungen, die wir bekommen, dass das nicht der Schluss der Diskussion sein wird, sondern es wird weitergehen und wir werden, davon bin ich fest überzeugt, in nächster Zeit auch deutlich über 50 Professuren liegen. Aber erstmal einen klaren Anspruch zu formulieren, ist doch gut und in so kurzer Zeit so einen Schritt gegangen zu sein, finde ich schon auch sehr bemerkenswert. Dann bedanke ich mich bei Ihnen nochmal ganz recht herzlich, aber auch bei unseren Gästen und den Journalisten für das Interesse und würde gerne die Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer bitten, sich hinter den Buchstaben zu versammeln für den Fototermin. Sehr geehrte Damen und Herren, ich wollte gern noch mal auf unsere Projektdarstellung verweisen. Und zwar rechter Hand von mir. Es sind zwei Projekte, die inhaltlich ihre Aktionen und Beiträge auch für das künftige Einstein-Zentrum präsentieren. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stehen Ihnen gern zur Verfügung.